Nürnbergs kleinste Partnerstadt ist San Carlos, ein Städtchen eher. Eine Ansammlung bunt gestrichener Holzhäuser neben Wellblechhütten am Ufer des Nicaraguasees. Etwa 15.000 Menschen, überwiegend Mestizen, leben in der Stadt und der Umgebung. Die meisten Familien sind reich an Kindern, aber arm. Viele Eltern können es sich nicht leisten, ihren Nachwuchs in die Schule zu schicken, weil sie Schuluniform und Unterrichtsmaterial nicht bezahlen können. Auf den Straßen sieht man noch wenige Autos. Im Umland sind Pferde traditionelles Fortbewegungsmittel. Und Boote natürlich, mit denen man auf dem Rio San Juan bald mitten in den tropischen Regenwald eintaucht. Eine Nürnberger Bürgerinitiative fand sich 1984 zusammen, um eine Partnerschaft mit einer Stadt im damals vom Bürgerkrieg erschütterten Nicaragua anzustreben. Ein Jahr später wurde der Vertrag mit San Carlos geschlossen. Seitdem reisen engagierte Nürnberger nach San Carlos, um beim Aufbau von Kindergärten und Schulen mit anzupacken. Die Erneuerung der Wasserversorgung hat Nürnberg jahrelang ebenso unterstützt wie einen Krankenhausneubau. Wo es an fast allem mangelt, gibt es viele Möglichkeiten zu helfen.